Hallo Leute, hier ist der Law Coach, Law, the Law of Attraction, das Universumgesetz der magnetischen Anziehung, das auf jedes Individuum wirkt, das dir besagt, was du selbst aussendest mit deinen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen. Das erzeugt Vibrations und dein Körper, deine Mitmenschen, deine Umwelt reagieren entsprechend darauf. Erkenne dich selbst in deinen körperlichen Zustand, erkenne dich selbst in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Vielen Menschen ist gar nicht klar, dass jeder Krankheit ein niedriger Gemütszustand vorgegangen ist. Oft ist es Trauer, wenn ein Angehöriger verstorben ist. Oft ist es Wut, wenn man glaubt, schlecht behandelt worden zu sein von anderen und die Wut gerechtfertigt erscheint. Oft ist es ein Ohnmachtsdenken gegenüber der Gesellschaft und der Glaube, dass man seine Träume nicht leben kann. Ein niedriger Gemütszustand wie Ohnmacht, Groll, Trauer, Schuldzuweisungen. Wenn das diese negative, schwache Gemütszustand nicht erkannt wird, dann äußert sich das in körperlichen Beschwerden und Krankheiten. Das wird von der Schulmedizin nicht beachtet. Da geht man zum Arzt mit einer Verkühlung oder mit Halsschmerzen oder mit Gelenkschmerzen. Und dann bekommt man irgendwelche Medikamente, aber es wird einem nicht gesagt, dass man an seinem Gemütszustand etwas verbessern muss, damit der körperliche Zustand besser wird. Was sehr hilft, ist ein Vergebungsritual. Oft hegt man über längere Zeit Groll gegenüber den ehemaligen Partner oder seine Kinder oder seine Eltern oder Arbeitskollegen oder Nachbarn oder wem auch immer. Man ist im Streit, man ist in emotionaler Auseinandersetzung mit Menschen oder mit sich selbst. Und dieser Groll äußert sich in körperlichen Beschwerden. Darum ist es wichtig, zu vergeben. Jede Religion, jeder Psychotherapeut sagt dir, Vergebung hilft. Und ich sage dir auch, nutze mein Angebot, ein geführtes Vergebungsritual durchzuführen. Ich habe selbst in einer schweren Zeit ein Vergebungsritual gemacht. Das ist aus mir selbst rausgekommen. Mir hat das niemand gelehrt. Ich habe gesagt, ich will jetzt allen alles vergeben, weil ich wieder eins sein will mit meiner bedingungslos liebenden Quellfrequenz. Das habe ich mir wie ein Mantra immer wieder vorgesagt. Nach einer Zeit sind auf einmal geistig die Menschen an mich herangetreten, gegenüber denen ich über die Jahre Groll aufgebaut habe. Ich habe mich mit den Leuten ausgesprochen, und ich habe ihnen vergeben. Und das Arge ist, am Schluss dieser Schlange der Leute, gegenüber du Groll hast, stehst du selbst
Und das ist dann der schwerste Schritt, wenn du vor dir selbst stehst und dir selbst vergeben sollst. Aber es befreit ungemein. Vergebung befreit dich. Tu es für dich selbst, tu es nicht für die anderen. Liebe dich so sehr selbst, dass du vergibst und wieder in Einklang kommst mit deiner bedingungslos liebenden Quellfrequenz. Das Göttliche in dir verurteilt niemals. Das Göttliche in dir bleibt immer in der bedingungslosen Liebe. Und wenn du aus dieser bedingungslosen Liebe, die deine Quellfrequenz ist, raustretest mit Groll und Zorn und Schuldzuweisungen, dann schwingst du nicht in Einklang mit deiner Quellfrequenz. Und darum entstehen körperliche Beschwerden und geistige Beschwerden. Beschwerde sagt ja auch schon, du hast dich mit irgendeiner Situation beschwert. Löse dich wieder davon. Und indem du vergibst, löst du dich wieder von diesen Beschwerden. Zuerst befreie deinen Geist und dein Körper wird von selbst wieder gesund werden. Melde dich, ich begleite dich bei deinem persönlichen Vergebungsritual übers Internet, damit du wieder frei wirst, damit du wieder gesund wirst und damit du deine Träume lebst. Denn darum bist du hier. Melde dich. Ciao.